Hallo meine lieben Mafia-Bosse da draußen, herzlich willkommen hier zurück bei Empire of Sin. Ja, die Band ist wieder zusammen und jetzt können wir zusammen spielen mit allen Fünfen hier. Und das heißt, wir können aber auch erstmal ein paar Quests abarbeiten. Zum Beispiel jetzt hier ein Treffen mit der CMA können wir jetzt tatsächlich machen, damit wir den Alley Cats jetzt hier ordentlich eine einschenken können. Komm, das machen wir jetzt mal, nachdem wir jetzt hier endlich den Frieden haben. Wir haben das Ganze ja schon mal spaßhalber gemacht gehabt, aber es ist nicht wirklich ernsthaft in die Tat umgesetzt, weil wir es ja geladen haben. Und jetzt werden wir uns mal mit Jacques hier unterhalten. Der hier ganz allein auf der Straße im Regen rumsteht. Er hätte sich auch hier hinstellen können, aber um zu zeigen, was für ein harter Hund er ist, hat er sich wirklich daneben in den Regen gestellt. Warum auch immer. Sie sind also Alphonse Capone. Wir haben schon viel von Ihnen gehört. Ich wünschte, ich könnte über Sie dasselbe sagen. Nun, wenn Sie in der letzten Zeit nicht über die Grenze gereist sind, ist nicht verwunderlich, dass Sie noch nicht viel von uns gehört haben. Wie dem auch sei, Mabel Riley meint, Sie wären neu in der Stadt. Was ist hier Ihr Ziel? Ich übernehme diese Stadt und wer sich mir in den Weg stellt, kommt unter die Erde. Sie gefallen mir. So wütend, so selbstsicher. Jedenfalls hoffe ich, dass in dieser Welt, die Sie sich vorstellen, auch ein bisschen Platz für Freundschaften ist. Das kommt ganz auf die Freunde an. Wer sind Sie? Ich heiße Jacques. Ich vertrete die Canadian Maple Association. Wir sind auf der Suche nach einem guten Käufer für unsere Produktüberschüsse. Sind wir dafür bei Ihnen am richtigen Ort? Ich weiß nicht, also mitten im Piss? Vielleicht, aber auf jeden Fall sind Sie hier auf jeden Fall bei der richtigen Person. Das ist gut. Und wo wir schon beim Thema gute Käufer sind, dachte ich, wir reden mal über unsere gemeinsame Freundschaft mit Mabel Riley. Wir sind nicht befreundet. Das ist ja eine Erleichterung. Dann wird es Sie sicherlich nicht stören, diese Person eine Lieferung der besonderen Art an eine ihrer Brauereien zu überbringen. Hat sie überhaupt noch eine, frage ich jetzt mal ganz, ganz frech. Kommt drauf an, was ich überbringen soll. Ich möchte, dass Sie diese Flasche Ahornsirup nehmen und in eine Distille dieser Person gießen. Und dann gehen Sie einfach weg. Was ist das genau? Das wird sein... als würden sie in einen unsichtbaren Schild an der Tür von Mabel Riley anbringen, auf dem steht, bloß fernhalten. Für Monate wird dort niemand mehr etwas kaufen. Das klingt doch gut. Geben Sie her. Danke, Alphonse. Ich wusste es doch. Ich hatte gleich ein gutes Gefühl bei Ihnen. Wir hören voneinander, wenn es erledigt ist. In Ordnung. Man hört sich. Eins doch. Es kann sein, dass Sie im Viertel einer Nervensäge begegnen, die in unsere Pläne für Mabel Riley eingeweiht ist. Ich würde Ihnen raten, sich von ihr fernzuhalten. Warum das? Nun, sie wird vielleicht versuchen, sie aufzuhalten, aber sie ist nur ein törichtes Kind. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie das hier durchziehen, werden Sie fürstlich entlohnt. Wie Sie meinen. Freut mich, das zu hören. Ich melde mich, sobald alles erledigt ist. Klar, bis dann, Jacques. So, wir sollen jetzt also bei Mabel Dinge in ihren Pott kippen. Da kann ich jetzt die Nervensäge informieren. Und hier, oh Gott, die hat noch woanders anscheinend. Muss ich ziemlich weit weg, um den Kram zu machen. Ja, da hat sie nämlich noch eine. Okay, wir müssen tatsächlich hier komplett woanders hin. Ah, die ist halt gut in der Stadt verteilt, ne? Also gut. Jetzt lernen wir halt noch andere Bosse kennen dadurch. Die Jenna Crime Family. Drohnen. Mit der Faust in der Luft rudern und knurren. Ich habe es nicht vor, mit denen zu reden. So, weil es auch nicht wirklich was bringt, leider. Das ist halt so. Du kannst es machen, aber wirklich viel wird sich dadurch für dich nicht verbessern. So, und jetzt gehen wir einfach mit der versammelten Bande mal da rein. Ich will auch ein nicht anderes Pack. Ja, hau rein. Ich möchte da gerne reingehen. Gotcha. What? Got a problem? Come on it. Das macht die Sache deutlich schwieriger als gedacht. Das sage ich euch jetzt gleich schon mal. Lol. Der Polizist ist halt leider auch mit von der Partie, ne?
Okay, was ist mit dem da? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ja, die Polizei findet mich jetzt noch immer döver. Oh nein. Ach, come on, nee. Ja, echt jetzt? Ah, shit, I'm hit. Boah, ey, ohne Witz. Ey, warum greifen die mich überhaupt an? Wir haben doch einen Waffenstillstand. Ich habe keinen Krieg mehr mit ihr, wisst ihr? Was ist hier passiert? Ich muss zugeben, dass ich es nicht verstehe, was hier gerade passiert. Boah, spray die jetzt hier einfach so über den Haufen. So, und jetzt kann ich da noch hingehen. Und er wird es ihn hier retten. Benutzen. Den armen Gibby. Hat sich schon wieder umgehauen. So, und jetzt rennst du noch. Vorsichtshalber da rein. Du kannst den hier noch ausschalten. Gut. Und Gibby geht hier in Deckung, oder? Man kann Gibby da hinten hinwerfen. Gibby kann da hinten hinwerfen. Heilige Scheiße. Da kommt was geflogen. Wer auch immer das ist, er wird es nicht überleben. Alter Falter. Ich sehe sie komischerweise nicht. Gotcha. Jetzt sehe ich sie. And don't you forget. Ey, ohne Witz, und schon wieder ist einer 44 Tage lang ausgefallen wegen irgendeiner Verletzung. Och komm, ich finde das ätzend. So, warum kann ich den Scheiß jetzt hier nicht einfach. Warum kann ich da nicht einfach rein? Warum muss ich das Ding angreifen? Gotcha. Ey, ganz im Ernst, das ist mir jetzt einfach zu blöd. Ich verstehe nicht, was der Käse hier gerade eben soll. Sorry, aber das sind so Dinge, die... Da bin ich echt am Überlegen, ob ich das laden soll. Ich habe nicht vor, gegen sie zu kämpfen, wisst ihr? Vielleicht nur diese Quest machen. Jetzt kann ich diese Quest nicht machen, weil ich müsste den Laden dafür angreifen. Wenn ich den Laden jetzt aber angreife, ist die Wahrscheinlichkeit für einen Krieg wieder größer. Wir probieren es mal. Wir gehen jetzt mal rein. Und zwar kämpferisch, weil Info bringt nichts, ne? Da sehen wir bloß, was da los ist und ja, das war's. Gotcha. Also ich gehe jetzt aber mal rein. Ich habe nicht... Eigentlich will ich nicht angreifen. Ich will eigentlich nur reingehen. Aber im Grunde ist die Quest schon anscheinend komplett verbaut. Also zumindest dieser Weg der Quest ist verbaut. Und das finde ich gerade eben echt nicht schön. Alright. Okay, machen wir jetzt einfach mal den da. Und da hinten könnten auch welche kommen. I'm all over it. Assholes. Shit. Zack. Ja, die hat's im Kern schon hinter sich. Gotcha. Kannst da noch hingehen und unterstützt die ganze Sache hier. Das ist ja eher jetzt hier so der Langstreckenbereich. Ja, unsere Gibi-Line geht dahin. I'm on it. Und deckt auch noch mal so ein bisschen grob in diese Richtung hier. Got him. Der hat's hinter sich. So, was mache ich denn jetzt hier? Einfach draufhalten. Und die andere Dame. Oh. Hier noch eine Waffenfähigkeit verliehen bekommen. Jetzt kann ich hier rennen und schießen. Und das mache ich mal. Ich renne jetzt dahin. You got it.
Lol, wie geil ist das denn? Das ist ja völlig overpowered, ey. Also ich habe es eigentlich nicht vor, das Ding hier zu... Ich plündere es einfach mal nur. Und kann ich jetzt nochmal reingehen? Nö, ich kann damit gar nichts machen. Geil. Also die Quest ist geblockt, weil... ist halt so. Mehr Erklärungen habe ich leider auch nicht. Ist halt so, ist halt jetzt halt so. Das ist sehr unzufriedenstellend. Das heißt also, ich kann eigentlich dadurch, dass Mabel Riley mir relativ früh einfach random den Krieg erklärt hat, wir erinnern uns, die Quest nicht weitermachen. Weil das Spiel es mir schon sehr, sehr früh diese Entscheidung letztendlich einfach abgenommen hat. Durch einfach eine RNG-Entscheidung. Gotcha. Finde ich jetzt nicht so gut. Ja. Was zum Teufel wollen Sie? Jemand möchte Ihre Fraktion ausschalten. Ich lehne mich schon mal weit aus dem Fenster und sage, es ist denn die Canadian Maple Association, stimmt's? Ja, woher wissen Sie das? Weil ich Gedanken lesen kann. Verdammt nochmal. Gott, die sind seit Monaten hinter uns her. Sie sagen, wir schulden ihnen was, was verdammter Bullshit ist. Die wollen bloß alle loswerden, die etwas über sie wissen. Aber mein Boss, Mabel Riley, scheint nicht klar zu sein, dass die CMIA uns alle tot sehen will. Und was sollen sie denen denn eigentlich schulden? Jemand, der mal zu uns gehört hat, hat eine Ladung von ihrem Schnaps geklaut. Sie haben ihn zurückbekommen, bis auf ein paar Fässer, aber sie haben es nie vergessen. Anscheinend hat dieser jemand, der sie beklaut, auch etwas herausgefunden, was die lieber geheim halten würden. Was denn? Dinge, über die ich nicht in der Öffentlichkeit reden möchte. Ja gut, dann stirbst du halt, währenddessen wir uns einen geheimen Ort suchen und dann sind wir alle dümmer. Okay, gut. Also, die wollten mich dazu bringen, ihre Destillerien zu vergiften. Verdammt, das hätte böse enden können. Sehen Sie, ich muss Ihnen danken, dass Sie damit zu mir gekommen sind, statt es gegen uns einzusetzen. Bitte nehmen Sie das hier, das ist das Mindeste. Danke, Miss. Nennen Sie mich Nelly. Tjajak wird nicht gerade glücklich sein, dass sie zu mir gekommen sind, statt seine Drecksarbeit zu erledigen. Vielleicht ist die CMA jetzt auch hinter ihnen her. Oder was wahrscheinlich ist, sie setzen jemanden auf sie an. Also seien sie vorsichtig. Machen sie sich um mich keine Sorgen. Ja, sie machen den Eindruck, als könnten sie sich verteidigen. Außer die zweimal, wo sie schon mal Game Over gegangen sind. Ich sag ihnen was. Falls sie interessiert sind, fällt mir vielleicht ein Weg ein, es ihnen heimzuzahlen. Ich melde mich. Klar, wir werden sehen. So, er möchte eine Geschäftsvereinbarung. Weiß, Kings bietet eine Geschäftsvereinbarung an. Dies würde folgende Boni bringen. Wahrscheinlichkeit, dass die Razzien sinken. Okay, okay. Why not? Ich nehme an. Gemeinsam sind wir stärker. Ich weiß doch nicht, warum er das tut. Es kommt random halt. Ne? Es kommt vollständig random, warum manchmal einem quasi einfach so ein Angebot gemacht wird. So, lass uns zusammenarbeiten. Genauso wie halt auch, dass man einen Krieg erklärt bekommt. Ist nicht immer so ohne weiteres nach... Oh, guck mal, ich muss das Syphilis-Bad hier definitiv verbessern. Sehe gerade eben, dass da einiges im Argen liegt. Echt, mir fehlen jetzt 10 Dollar. Mir fehlen 10 Dollar. Ich kann aber noch mal was verkaufen. Oh, ich habe gerade eben... interessante Items bekommen. Was ist das denn hier? Eine blaue Schrotflinte. Was, ich habe 3 Stück davon? Mal 2 Stück davon verkauft. Mama mia. Reicht ja eine. Einfach nur, dass man das Ding halt auch mal hat, ne? Davon habe ich auch 2. Aus dem Lager verkaufen. Und das verkaufen wir auch. Ich habe immer noch die Axt niemandem gegeben. Das sollte ich jetzt echt mal ändern. What is it? So, wem möchte ich denn diese Axt geben? Ich denke, er ist so dieser Axt-Typ. Und er ist so dieser Baseballschläger-Typ. Dann bekomme ich jetzt hier noch aus dem Lager hier so einen Schlagring. Ich werde ihn wahrscheinlich nie benutzen, aber Hauptsache, wir haben ihn und haben ihn auch verteilt. So, und jetzt gehen wir wieder hier rein. Gehen wieder zum Syphilis-Bad. Muss ich kurz gucken, wo es ist. Da, das Syphilis-Bad.
verbessern wir noch die anderen zwei Sachen. Ich muss ja mal meine Läden auch mal verbessern. So, die nächste Queste, die auf uns lauert. Treffen Sie da, wo es wehtut. Treffen Sie Yale außerhalb von Rick's Ridotto. Und wo muss ich dafür hin? Da. Da muss ich hin. Dann gehen wir da hin. Ich hoffe bloß, dass die mich jetzt hier nicht gleich wieder angreifen, wisst ihr? Ich habe das echt nicht ganz verstanden. Ich glaube, es könnte an der diplomatischen Haltung liegen, dass sie gesuchter Verdächtiger dass sie mich halt echt nicht mag, ne? Fraktionswertung ist echt mies. Bedrohungswertung. Sie befinden sich im Krieg mit dieser Fraktion. Warum denn? Stimmt doch gar nicht. Wir haben doch den Krieg beendet. Ach, ist ja... Ist mir jetzt auch egal. Ganz ja, ernst. Hier. Kommt einfach her. Und dann, wir werden sie einfach irgendwann mal platt machen. So komplett. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Lauft ihr jetzt mal? Die anderen laufen doch auch rum. I'm on it. You got it. Oh. Warum haben die sich nicht bewegt? I'm on it. Verstehe es nicht. Alright. Bleiben sie wieder stehen. Hey, was? Gotcha. Ich glaube, der gotcha. Hotfix hat mehr kaputt gemacht, als dass er gut gemacht hat. Ist nur so eine steile These von mir. Es sieht aber zumindest für mich gerade eben so aus. Und warum mache ich auf einmal jetzt so fetten Minus? Das verstehe ich auch nicht. Ich habe vorher noch 1400 plus gemacht. Jetzt mache ich auf einmal 83 minus. Gotcha. Hä? Gotcha. Warum gehst du da nicht hin? Gotcha. Okay, jetzt er hat ein Talent erworben. Wurfaxt, das finde ich gut. Unerwarteter Schlag fügt dem Ziel einen kritischen Nahkampftreffer zu. Dieser Angriff schlägt das Ziel mit einer Chance von 75% K.O. Oder führen Sie einen Nahkampfangriff mit dem Sekundärwaffe aus. Das Ziel wird getötet, geht Doppelschlag nicht... Was? Wird das Ziel getötet, geht Doppelschlag nicht in die Ablenkzeit. Ach, mach lieber das. Das ist wahrscheinlicher. Hey, that's swell. So, wir haben einige Sachen verbessert und jetzt reden wir mit ihm. Danke, dass Sie aufgetaucht sind. Sind Sie soweit? Gehen wir. Wohin auch immer. Ich glaube, wir sollen da rein. Ich kann da nicht reingehen. Ich kann nicht reingehen. Ja, also Leute, das kann man schon als Game-Breaking-Bug bezeichnen, ne? Sind wir mal ehrlich, ich kann nicht reingehen. Wenn das nicht Game-Breaking ist, dann weiß ich auch nicht. Nee. Nein, ich will keinen Krieg mit denen. Ja, ich kann die Quest nicht machen. Das ist nicht möglich. Boah, jetzt beweg dich doch, um Gottes Willen. Bewegen sich nicht. Es gibt zwar immer wieder... Man Alright. Sieht zwar, wo ich hingeklickt habe, aber... Das Spiel lässt die Figuren nicht laufen. Guck mal. Seht ihr das? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Wir sind einfach stehen geblieben. Gotcha. Bin gespannt, ob das nochmal kommt. I'm on it. Uff. Ganz im Ernst, das war gerade echt anstrengend. Okay, Freunde. Ich würde aber mal sagen, also ich hätte am liebsten eigentlich alle meine Leute dabei, aber jetzt habe ich einfach die Schnauze voll. Also das, die Mabel Riley versaut mir hier gerade eben das gesamte Gameplay. Wir werden sie jetzt einfach da raustreiben aus ihrer Bude. Ich werde es einmal probieren. Was soll ich denn machen? Ne? Also wir kommen an den Punkt, an dem der Humor auch sein Ende findet, sage ich jetzt mal. Aufgrund dessen, was passiert. So, du gehst jetzt dahin. Kannst die Mabel Riley theoretisch sehen. Komm halt drauf. Auch wenn du nur einen triffst, ist es gut. Sogar zweimal getroffen. Oh. Wisst ihr, das ist so unglaublich unspaßig. Das lade ich, sorry. Das ist so unglaublich unspaßig. Du hast keine Gelegenheit, diesen Typen zu bewegen. Und er wird einfach instant weggeholzt. Ja, dann willkommen beim manuellen Spielstand vom Anfang der Folge.
Wir werden das anders lösen. Wir werden das jetzt einfach quasi dadurch lösen, indem ich mit allen Fünfen direkt Mabel Riley jetzt ausschalten gehe. Weil anders geht's nicht. Es ist einfach anders nicht möglich. Das ist... Warum bin ich jetzt bei ihr drin? I don't get it. Das ist... Das Spiel hat einfach random jetzt das andere ausgewählt. Wahrscheinlich, weil ich Mouse Over beim gegangen bin oder sowas. Ich bin, also bei diesem Spiel bin ich nach wie vor wirklich verwirrt. Ich bin schwer verwirrt. So, das machen wir noch in dieser Folge. Wird sie halt ein bisschen länger, aber wir werden Mabel Riley jetzt zur Hölle schicken. Die ganzen Fortschritte sind hier mal wieder weg, aber hey, das seid ihr, glaube ich, inzwischen schon gewöhnt. Dieses Spiel hier ist mehr Alpha als Beta, ich sag's euch. Und ich weiß das, weil ich beides schon gespielt habe und nicht nur einmal. Also jetzt nicht speziell dieses Spiel, aber so grob. Was wir hier erleben, ist schon wirklich echt krass. Das ist irgendwo, also in einer frühen Beta, sage ich jetzt mal, späte Alpha, Übergangsphase. Halt, Moment. Ich muss gucken, dass alle ausgerüstet sind. Nicht, dass jetzt hier irgendwie Quatsch passiert, ne? Er trägt auch was. Komm, dann erzählt hier den Baseballschläger. Attacke. Gotcha. Ja, ich will den Unterschlupf der Alley Cats angreifen. Spiel. Du hast es erfasst, Spiel. Jetzt komm ich nicht mal so weit. Es wird immer besser. Gotcha. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt, weil ich da hingegangen bin. Ach, scheiß drauf. Ich gehe jetzt einfach dahin. Die Mabel knallt jetzt ihn wieder aus dem Leben. Okay. Wetten wir. Ah, nee, okay. Dieses Mal musste sie sich bewegen und deswegen konnte sie nicht gleich schießen. Kill him. Und jetzt bewegen sich erstmal alle anderen hier. Okay, Grooverchen. Du siehst da drüben schon mal den Typen. Ich möchte aber, dass du... Nein, ich will nicht, dass du aus dem Kampf fliehst. Ich möchte, dass du rennst und schießt. Und zwar gehst du für mich bitte dahin. I'm all over it. So. 76%. Treffer. Moving in. Ich bin mit den Donovans und verfeindet. Wahrscheinlich wegen dem Angriff jetzt auf sie hier. Was ist eine Chance, sie zu treffen? 56%. Nagel das Ziel fest, Trefferchance. Festgenagelt Ziel ist um 40% verringert. Probier's mal. Dann macht sie nämlich nicht mehr viel. So, was machst du jetzt? Du kannst auf sie da treffen. Was hat denn der gerade von der Waffe am Start? Eine schreckliche, sagen wir es mal so. Okay, du gehst jetzt dahin. Okay. Und kannst natürlich auf nix schießen, ey, weil du Scharfschützengewehr normalerweise hast. Also ganz ehrlich, der Typ ist der inkompetenteste Scharfschütze, den ich kenne. Selbst mit Scharfschützengewehr trifft er ja nix. Eieiei. Okay, mein Dickerchen. Ich schieß auf den da. Okay, so funktioniert das. Okay, nice. So funktioniert das. Damit kann ich arbeiten und leben. Ich würde ja eigentlich ganz, ganz gerne sie angreifen, aber momentan schlägt mir das Spiel ganz andere Leute vor.
Ich will sie wirklich loswerden, ohne Witz. Sie will, macht ihren Spezialskill, diesen Billardschuss will sie machen. Warum hat es aufgehört? Weil ich glaube, sie hat halt nicht geschossen, ne? Das ist, glaube ich, der Grund. Also gut, erstmal wird es hier Mabel hier mal markiert. Not my first tussle. Und jetzt Mabeln wir sie mal weg. Moving in. Das treffen nämlich alle besser und dann haben wir gleich die Chance, dass alle Panik haben. Oh nein, ey, oh nein, ey, hört doch auf mit dem Mist. Das regt mich so auf. Oh. Ich das schon sehe, ey. Okay, er wechselt jetzt die Waffe, schießt. Wir sehen die Mabel gerade eben gar nicht. Oh, shit. Ich weiß nicht, wo sie gerade eben ist. Sie ist irgendwie unsichtbar geworden. Heraustreiben. Er kann nur ganz wenige Leute gerade raustreiben. Sie kann er raustreiben. Aber ich will ja sie eigentlich gar nicht töten. Halten wir das mal fest. Ich wechsle jetzt erstmal die Waffe. Scharfschützengewehr. 11%. Er kann wirklich nur auf sie schießen? Was ist hier falsch, ey? Okay, Waffe wechseln nochmal, mit der Pistole auf ihn da nochmal schießen. Dass er getroffen hat, wundert mich tatsächlich sogar richtig hart. Understood. Ich habe keine Ahnung, aber der Guido Ciccavone scheint ein unglaublich beliebter Kerl zu sein. So dermaßen, wie da immer alle auf den losgehen, ey. So, haben ein paar gute Treffer gelandet hier und Feuerstoß. Oh, fuck. Der ist weg. Jetzt sind wir wieder dran, können sie vielleicht sogar ausschalten. Yes! Also sie ist noch nicht tot, aber sie ist down. Oh oh. Hui! Das ist nicht gut. Kochendes Blut, okay. So, wir werden sie jetzt töten, einfach damit das Thema jetzt hier erledigt ist. Hinrichtung! Looks like I still got it, but you don't. Entschuldigt, dass ihr das wieder mit ansehen musstet, aber es musste leider sein. So, jetzt rennt mal schön in Panik weg, ihr Lumpen. Okay, du wechselst jetzt hier wieder die Waffe. Und hältst auf den da voll drauf. Voll. Der ist leider nicht in Panik geraten, wie ich gerade sehe. Feuer frei. Ach komm, ey. Not a baller. Aber immerhin rennen einige weg. Damit bin ich ja schon mal zufrieden. Oh oh. Das ist ein kochendes Blut übrigens. Er schießt gerade wie wild um sich. Kann ich das so machen? Ich glaube, ich kann das so machen. Ain't this a picture? So. Oh nein, oh nein! I'll just be over here. Dieses Spiel, ey, ich sag's euch. Ich verstehe halt nicht, warum manche vor denen halt nicht in Panik verfallen. Er hat jetzt Panik, rennt jetzt hier durch das MG-Feuer durch. Das ist einfach nicht zu fassen hier. Der Mann, der verbindet sich jetzt hier mittendrin. Was? Shit.
Hölle passiert hier schon wieder, ey? Oh mein Gott. Let's go. Panik haben, aber dann sich get out of my way. Verarzten. Okay. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Ich würde am liebsten den einen oder anderen jetzt hier ausschalten, aber das Problem ist, dass das Spiel... You got it. Jetzt haben wir halt ihn verloren, wisst ihr? Das ist halt wieder so unglaublich unnötig. Ach ja. Immerhin rennt er nicht weg. Light him up. Sag mal! Shit. Was ist das für eine unglaublich dümmliche Fähigkeit? Also er lebt jetzt wieder. Weil Gruber Monks, was das angeht, ziemlich zäh ist. Call him Doc. So, erledigt. Ich renne jetzt mit ihm da wieder runter. You got it. Gruber Monks ist so ein Typ, der irgendwie nicht stirbt. Aus irgendeinem Grund stirbt der halt einfach nicht. Fragt mich nicht, wieso. Der muss weg. Also wisst ihr, ich würde ja ganz, ganz gerne den Dingens retten. Alright, let's do this. Unser Dickerchen. Aber ganz im Ernst, ich glaube, die Charaktere sind halt auch einfach zu austauschbar und zu egal. Shit. Weil ich kann ja inzwischen schon deutlich krassere Charaktere anheuern. So, wir rennen jetzt da rein. Dann bin ich ja wenigstens schon mal safe. Ja, safer als zuvor. Der lebt natürlich noch. Also wenn ich das jetzt hier schaffe, Leute, dann ist es mir egal. Dann bin ich einfach nur glücklich, dass wir es überstanden haben. Mal wieder rennen und schießen. Meiner Meinung nach immer noch die größte OP-Fähigkeit im ganzen Spiel. I'm there. Eigentlich ist es so ein Skill, den müsste eigentlich jemand mit einer Schrotflinte bekommen, ne? Damit die Schrotflinte was taugt, aber... Ja. Ich nehme das auch bei Groover Monks. Der kann halt jetzt nochmal rennen. Wisst ihr, jetzt rennt er wieder darüber. Der alte Kerl, ey. Wenn der Kilometergeld bekäme, der wäre reich. Das war gar nicht schlecht, diese vielen Treffer. So, vielleicht schaffst du es ja heute mal, was mit einem Scharfschützengewehr zu treffen. Ich fasse es nicht, er hat getroffen. Wow. Wir haben es geschafft, Leute. Täuscher, Witwenmacher und Thompson gehören uns. Das alles zum Preis von einem Gibby. Gibby Willard. Übernehmen den Laden natürlich. Und wir machen hieraus ein Bordell. Und das hier nennen wir tatsächlich Tante Mabels Sünden. Okay. Damit verabschiede ich mich von euch. Habe jetzt alles übernommen, was ihr gehört habt. Auftrag Vermächtnis abgeschlossen. Wir machen jetzt halt einfach einen Haufen Geld. Warum? Ist ganz einfach. Denn uns gehört jetzt alles, was jemals ihr gehört hat. Jetzt bin ich auch der Boss endlich hier in der Gegend. Muss gerade eben mal gucken. Sie hat, glaube ich, noch andere Dinge. Ja, genau, hier in der anderen Nachbarschaft haben wir dadurch jetzt hier auch Sachen vermacht bekommen. Ich hoffe, dass ich jetzt endlich die eine oder andere Quest zu Ende machen kann. Wenn nicht, kann es auch gut sein, dass ich das irgendwann mal einfach abbreche. Ich will eigentlich Spaß mit dem Spiel haben, mit euch zusammen. Aber das Spiel muss es mir halt auch ermöglichen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.